Ist Ihnen bei der Lektüre das Thema Euro-Finanzkrise in diesem Jahr auch als das drängendste erschienen? Haben Sie ein wichtigeres gefunden? Als eines der drängendsten. Die ökonomische Krise der Vereinigten Staaten von Amerika ist mindestens genauso dringend. Haben Sie zu Hause noch eine D-Mark? Und verstehen Sie die Sehnsucht der Deutschen? Die Sehnsucht kann ich verstehen. Sie ist ungerechtfertigt. Denn wenn wir die D-Mark noch hätten, dann wäre die D-Mark infolge der Spekulation der 30.000 Wertpapier- und Währungshändler in der Welt. Die hätten die D-Mark aufgewertet. Das heißt, unser Export wäre wesentlich zusammengebrochen und wir hätten Hunderttausende, vielleicht mehr als 1 Million Arbeitsplätze verloren. Das macht sich der normale Bürger nicht klar. Der Euro, haben Sie gesagt, ist in dieser Situation gut für Deutschland gewesen. Wir erlauben uns einen kleinen Rückblick auf den Start der gemeinsamen Währung. Eine Idee, die 1978 von einem Franzosen und einem Deutschen auf den Weg gebracht worden ist. Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt. Die deutsch-französische Zweisamkeit innerhalb der Neuen, die Führungsrolle, die Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing gerne spielen möchten, sorgte zwar nicht für Krach, aber hier und da für Verstimmung. In Erfüllung ging ein Plan des französischen Präsidenten, den dieser mit Helmut Schmidt vorbesprochen, den beide bei der letzten Ratssitzung in Kopenhagen vertreten hatten. Den Plan eines eigenen europäischen Währungssystems. Helmut Schmidt verteidigt die möglichen Kosten einer Währungsunion. Wenn Sie von einem Preis sprechen, den wir dafür zahlen müssten, das mag so sein, dass wir hier und da und dort Opfer zu bringen haben. Nur wird man später erkennen, dass es gar keine Opfer waren, sondern dass es Vorauszahlungen gewesen sind für einen wirtschaftlichen Erfolg, von dem wir Deutschen hinterher auch ganz erheblich profitieren werden. Sie sind mit Schuld am Euro, kurz gefasst, und damit mit Schuld an der Unruhe in Europa? Das kann man so sagen. Aber korrekt ist es nicht. Denn was wir damals gemacht haben, war die Herstellung eines europäischen Währungssystems unter Aufrechterhaltung des Fonds und Aufrechterhaltung der D-Mark. Was wir heute haben, hat den Fonds abgeschafft und die D-Mark abgeschafft. Das haben wir damals nicht gewollt. Allerdings habe ich es im Prinzip nicht etwa missbilligt, als das 1992 beschlossen worden ist. Nun muss man aber auch noch hinzufügen, dass damals, heute vor beinahe 20 Jahren, einige schlimme Fehler gemacht worden sind. Zum Beispiel hat man mit Recht gesehen, dass die gemeinsame Währung verlangt, einigermaßen gemeinsame staatliche Fiskalpolitik, Verschuldungspolitik. Dafür hat man einen sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt geschlossen. Aber der ist nie ratifiziert worden. Es ist kein rechtlich bindender Vertrag, leider. Und das Allerschlimmste ist, die Deutschen und die Franzosen haben als allererste diesen Vertrag gebrochen. Viel früher als die Griechen. Aber nicht in der gleichen Höhe, wenn man das vergleicht. Es war ein kleineres Vergehen. Es war ein ganz eindeutiger Verstoß und die Höhe spielt dabei keine Rolle. Wenn die beiden wichtigsten Staaten Europas gegen den Pakt verstoßen, muss man sich wundern, wenn einige kleine auch gegen denselben Pakt verstoßen, muss man sich nicht wundern. Sie haben gesagt, und das in diesem Monat, bis jetzt hat die Idee der gemeinsamen Währung meine volle Unterstützung. Und wir fragen uns, ab wann hat sie denn nicht mehr ihre volle Unterstützung? Zum Beispiel dann, wenn man nach Griechenland und Irland, demnächst vielleicht auch Spanien, Portugal oder Italien retten soll? Sie hat auch morgen und übermorgen meine Unterstützung, weil die Europäische Zentralbank, geführt von einem Franzosen, Jean-Claude Trichet, ihre Sache bisher
makellos gemacht hat. Natürlich muss man Staaten wie Griechenland und andere haben sie genannt, helfen. Der Fehler, den wir in Berlin gemacht haben, war zunächst zu sagen, wir wollen gar nicht helfen. Mhm. Unser gutes Geld geben wir doch nicht her dafür, dass die Griechen früher in Rente gehen als wir Deutschen. Das war verkehrt. Und für die Zukunft werden wir noch viel mehr helfen müssen. Müssen wir? Als bisher. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, wie das vor sich gehen soll, wenn etwa ein Land wie Griechenland seine eigene Währung wieder einführt. Oder Deutschland seine eigene Währung. Dann würde, ehe es diese Währung gibt, die Spekulation in London und in New York dafür sorgen, dass diese neue Währung bis in den Keller abgewertet wird oder umgekehrt die neu entstehende deutsche Mark würde bis in den Himmel aufgewertet werden und von unseren Exportüberschüssen bliebe überhaupt nichts nach. Im Gegenteil, wir würden mit dem Wegfall von Exporten gleichzeitig einen Wegfall von Hunderttausenden, vielleicht mehr als einer Million Arbeitsplätze erleben. Mhm. Das heißt, wenn man ein bisschen weiterdenkt, den Euro sich wegdenkt und ersetzt durch nationale Währung, dann haben wir es zu tun mit einem chaotischen Zustand.